Ist aber auch Fisch. Ich wollte schreien, so ein Kescher hin. Immer wieder faszinierend für mich. Schaut euch das so. Da ist der Wurm fast größer wie der Barsch. Irre, oder? Wir haben jetzt gemeint, wunderbar. Jetzt ist sie weg. Also, Dirk, ich habe einen Biss auf der Köderfischrute. Lassen wir uns mal überraschen. Die geht rechts weg, Dirk. Also, ich habe gesehen, dass sie rechts wegzieht. Nimmt der Schnur? Jetzt ist sie wieder da. Hinten, jetzt legt sie sie hin. Ist eigentlich ein Indiz für einen Barsch. Also, bei mir haben sie sich letztes Mal so verhalten. Es ist auf jeden Fall noch was dran. Siehst du, dass du liegen, Dirk? Ja. Jetzt stellst du dich wieder auf. Ja, aber der ist schon noch dran. Siehst du, jetzt zieh wieder runter, jetzt ist er wieder weg. Super, schöne Aufnahme. Wann haut man da an, gell? Das ist immer das Lustige. Und die, wo dahinter stehen, die wissen es am allerbesten. Ja, ist schon noch dran. Hier ist ungefähr, ich weiß nicht, ob der Dirk das schon gesagt hat, ungefähr 6-7 Meter tief. Und die ist jetzt auf Grund gelegen. Jetzt haut er an. Achtung! Und? Jawohl, Widerstand. Widerstand ist da, oder Dirk? Ja. Ich vermute Barsch. Okay, ich habe einen Grund. Jawohl, ist es ein Barsch. Aber nicht einmal zu kapital, gell? Ja, den Köderfisch kannst du hernehmen. Schön inhaliert. Lass uns das Bild. Das Display damit. Dann habe ich das doch richtig gesehen, gell? Erst wurde er gesagt. Also, ein schöner Barsch. Was wir dann haben? Ja, also der ist für die Pfanne. Entschuldigung. 28 ist. Schaut mal, was der für ein Köderfischl inhaliert hat. Also für so einen Barsch überhaupt kein Thema nicht. Klasse, freut mich. Zander waren wir jetzt lieber gewesen, aber. Schöner Kerl. So, jetzt will ich euch einmal zeigen, Schnellverfahren, wie man Barsch ausnimmt bzw. auszieht. Das geht, schätze jetzt mal 20 Sekunden. Messer, muss aber scharf sein. Hier oben einstechen und oben am Rücken bloß entlangfahren. Dass das Messer gelb ist, hat einen Grund. Ich habe so viele Messer schon vergessen und habe die nicht gesehen. Und das gelbe Messer sieht man einfach besser. Das habe ich jetzt schon ewig. Also oben eingeschnitten, ihr seht es. Und jetzt mit dem Daumen einfach die Haut abziehen. So, fahre ich mit dem Daumen rein. Ich mache jetzt extra ein bisschen langsam und dann ziehe ich die Haut ab. Auf der anderen Seite genauso. Bis zum Schwanz hinter. Jetzt nehme ich beide Finger und fahre da drunter und ziehe die Haut ab. Nehmen, anziehen, zack. Jetzt, was ich noch immer mache, oben, normal mache ich das mit der Zange, lege mal den weg, ziehe ich die Rückenflossen weg. Da sind nämlich ein Haufen Gräten drin. Schaut's her.
fertig ausgenommen. Pfanne rein, da sind jetzt bloß noch, da unten sind jetzt noch leicht Gräten, oben ist alles grätenfrei, super zum Essen. Und so schaut der Barsch dann auch aus, wie wenn nichts gewesen wäre. So einfach ist es, das geht ruckzuck, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Ich mache das immer so, wenn ich zum Spinnfischen gehe und fange einen Barsch, den tue ich sofort ausziehen und dann mache ich erst wieder weiter. So, während der Andi das erklärt hat, habe ich meinen nächsten Barsch gefangen, auch wiederum auf Köderfischl. Schöner Kerl. Auch wieder einen für die Pfanne. Super, läuft heute. Hoffen wir, dass er mal gelegt ist. So, jetzt bin ich es nochmal. Seht ihr den kleinen Barsch? Ich habe ihn gerade ausgenommen mit dem Andi. Den hat er vorhin wahrscheinlich, der ist noch gar nicht lang verdaut. Den hat er sich eingesaugt. So, hallo, servus, wir sind es mal wieder. Heute ist der Dirk immer dabei. Grüß euch. Ständig im Urlaub, ich schwör's. Stimmt überhaupt nicht. Einzig Geiner hoch 10. Wir müssen uns ein bisschen schicken, die sagen schlechtes Wetter an. Hinten kommt schon dunkler, wir sind an einem Baggersee. Fischen jetzt eine Stunde. Ungefähr eine Stunde, ja. Genau. Zwei mit Wurm und zwei mit Köderfisch. Richtig. Zwei Stück haben jetzt der Dirk schon gefangen, zwei Barsche. Zwei Barsche, alle auf Köderfisch, habt ihr gesehen? Ich mich angestellt wie der Shane Harim, sagt man in Bayern. Angehaut nichts, aber auch schon Köderfischbisse gehabt. Eine habe ich jetzt mit Futterkorb, weil wir haben da ein bisschen einen engen Korridor herinnen und wenn wir da vier Posen haben und es beißt einer, boah, dann geht es aber richtig ab. Und die Lockwirkung auch. Dass die Köderfische kommen, hoffen, dass da eine oder andere Hecht, Barsch, Zander. Zander. Wenn da Barsche sind, also meine Vermutung, da ist ein riesen Loch drin. Also das hat bestimmt 7 Meter, oder? Ja, da ist schweinetief. Da ist richtig, das ist unglaublich, das geht richtig, richtig tief. Ja. 3-4 Meter, ein bisschen flacher rein und dann geht eine richtige Kuhle rein. Und wir fischen ein bisschen am Rand an der Kuhle, und aber mein Barsch habe jetzt mitten in dieser Kuhle gefangen. Also direkt auf Grund gelegt. Und da werden wir mal nachts auch hergehen, weil. Unbedingt. Kiesiger Boden, ich glaube, es sind mit der Kunde. Nur am Rand ein bisschen Kraut. Genau. Und jetzt greifen wir an und schauen wir nach, dass wir den einen oder anderen rausziehen. Ich schätze, bis Mittag, 1 Uhr wird es gehen und dann. Und dann wird es das Ringen anfangen. Genau, Witter und Regen. Lassen wir uns überraschen. Ihr seid ja dabei. Hoffentlich geht das gut, weil, wenn es windig ist, wir haben zwar einen Regenschirm dabei für die Kamera, aber ansonsten unter Wasser kommen wir mit dir jetzt nicht. Nein, schlecht. Also auf geht's. Auf geht's. 6 Stunden nichts. Wieder weg. Dirk hat schon wieder auf Wurm, einen Biss. Schauen wir mal, vermutlich Barsch. Widerstand da, sieht er an der Angelspitze. Und sind sie heute in der Beißlaune? Okay, ein bisschen Kraut. Oh, schön. So wie mit dem Köderfisch, so ein Kerl. Ja, da wird die Pfanne voll. Ja, Dirk. Hände nass.
So, Barsch Nummer 3, diesmal auf Wurm. Jetzt kein Riese oder so, aber ja, für uns als Familie gibt es, glaube ich, heute Abend Barschpfanne. Schön. Es ist einfach ein wunderschöner Kerl, so ein Barsch. Da werden wir den Kamm aufstellen. Wo ich ganz kurz zeigen, meine Montage, das ist eine 10 Gramm Pose. Zwickblei, Stahlverfach wichtig, weil hier einige Hechten drin sind. Und ich nehme gerne einen Einzelhaken. Das hat den Grund, wenn ich einen untermaßigen fange, der ist einfach besser wieder mit der Zange zu lösen und dann überleben die auch. So, wenn du einen Drilling hast und die schlucken, haben sie ja keinen Scheiß mehr zum Überleben. Okay, greifen wir ran. So Leute, jetzt kläre ich mal kurz meine Montage, ihr seht es, Durchlaufpose, zwei Zwickbleie, die hat jetzt 5 Gramm, nicht viel, und ein totes Köderfischl, vorne einen Einzelhaken durchgezogen und da, ich mache jetzt meinen Angstring hin, weil der ein bisschen größer ist. Ich hoffe jetzt, weil ich schon Barsche gefangen habe, dass eventuell mal ein Zander hier geht und blöderweise, ich möchte auf der sicheren Seite liegen. Ja, den lege ich jetzt auf Grund, auf 5-6 Meter in Ufernähe und dann schauen wir mal. Es gibt's ja wohl nicht. Der Andi hat schon wieder auf Posen einen Biss gehabt. Entschuldigung, ich muss die Kamera mal gerade drehen. Da durch muss jetzt irgendwo sein. Ich sehe sie noch, also das ist voll da. So wie es ausschaut, war es wieder so ein kleiner Barsch, der was übernimmt. Nein, wieder auslassen, ja. Warte mal, ich trat's noch mal. Aber der treibt langsam. Ja. Horizont, der ist doch nicht gerade, der ist jetzt gerade, oder? Vielleicht solltest du die auf. Jetzt ist sie weg, oder? Jetzt ist sie weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt tue ich gerade da hin dran, jetzt ist ein Andi seine Pose weg. Aber Schnur geht noch nicht. Jetzt ist sie wieder da. Also, dann schwenke ich wieder darüber. Das ist wieder ein Barsch. Nimmt schön Schnur. Ja. Ich sehe nicht die Posen. Ah, Andi gibt Schnur, gibt Schnur, gibt Schnur. Jetzt tun wir Andi mit drauf. Das könnte jetzt ein Hecht sein. So. Taucht irgendwo auf, nicht, gell? Ha? Taucht nirgendwo auf, gell? Lass jetzt Schnur Spannung gehen und dann. Oh, jetzt steht er. Wisst ihr. Ich wollte gerade sagen, jetzt wollte ich auf Spannung gehen und dann fliegt er eine. Siehst du das irgendwo nie, oder? Nee. Ah, jetzt geht er wieder. Jetzt läuft er wieder. Das sieht man an der Schnuroberfläche. Wenn die an der Oberfläche ist. So den Barsch gibt der Schnurhütte, ja. Oh ja. Aber ich sehe die Posen nicht. Dann hat er es. Warte, Andi, dann hat er es immer noch unter Wasser. Guter Tipp.
ist deine, das ist auch deine Ente. Jetzt wieder was. Ja, jetzt wieder. Jetzt. Ja, warte auf Spannung, das ist für. Ja. Dran ist was, gell? Aber was geht jetzt? Das ist wieder so ein kleiner Barsch. Nee, auslassen. Unglaublich, gell? Schauen wir mal, ob die Sache. Hey, oh, das war Hecht. Aber es war kein großer. Hier unten sieht man jetzt die Einbissspuren. Da hat er dann auch gehabt. Es war ein kleines Hechtlein. So, jetzt haben wir ein bisschen was abgeändert, beziehungsweise ich. Der Andi hat ja seinen schwebend, seinen toten Köderfisch auf etwa 3 Meter, 4 Meter. Das habe ich jetzt auch gemacht, weil er vorhin einen Biss gehabt hat und auf Grund geht momentan gar nichts mit Köderfischen. Drei Bisschen. Oha, ich hab einen Biss. Super. Aber wieder langsam zu machen. Wo ist denn deine Pose ungefähr? So geradeaus. Er taut wieder raus, aber er zieht. Andi hat einen Posenbiss. Das war die Schwebende, oder? Schwebende auf 3 Meter ungefähr. Auf 3 Meter, oh ja, da ist. Seht ihr es noch? Jetzt ist ganz weg. Jetzt ist er ganz weg. Jetzt ist nach rechts rübergegangen. Schauen wir mal, wo sie auftaucht. Also ich tippe jetzt mal auf Hecht. Du müsstest hier eins. Ja, mach ich. Ja, jetzt ist der Maschine. Jetzt kommt sie zu mir. Lass sie hier auf dich. Mir ist was. Verstehst du mich? Nein. Da liegt die schwierige Spätze zu deiner Zuber. Auf die Anna. Das ist ganz schön, ja. Ist drauf schön. So, was machen? Warte, ich schau nochmal, dass ich die Posen kriege. Ich glaube, ich fast ausgelassen. Lang warten, weiß man nicht, gell? Man weiß es nicht so genau, ja. Ah, es wird schon. Es wird schon lang. Rüber, rüber. Also Leute, ich werde jetzt auf Spannung gehen und werde gespannt sein, was da ist. Ja, das wollen wir natürlich ganz drauf haben. Also ich tippe auf logischerweise ein Hecht, schwebend. Zander weiß ich nicht. Oh ja, jetzt legt er sich wieder hin. Oder warst du das? Nix, oder? Nichts. Schade. Schade, schade, schade. Doch, ach Gott. Das ist nicht zu glauben, dieses Verhältnis. Jetzt pass auf, zeige ich euch so. Unglaublich, wie gierig das ein Barsch ist. Schaut euch einmal das an. Unglaublich, oder?
aber ein Schnabel wirklich vollgenommen bis oben hin. Das ist, schaut euch aber die Größe an von dem Barsch. Das ist schon irre, oder? Tja, so sind sie. Also das hätte ich jetzt nicht gehabt.